Hallo liebe Fans und Freunde der Vienna zu einem Gespräch Inside. Heute mit der Natascha von der Damenkampfmannschaft. Natascha, die Frage, die uns Vienna-Fans am meisten auf der Zunge brennt, ist: Wie geht's der Sophie? Ja, leider nicht so gut. Es hat sie relativ schwer getroffen. Seitenband gerissen, Kreuzband gerissen, Meniskus eingerissen. Sie wird bereits kommenden Montag operiert von Herrn Dr. Janasek und mal schauen, wie es weitergehen wird. Ja. Ja, dann wünschen wir dir, Sophie, alles Gute und baldige Genesung und wir hoffen, wir sehen uns recht bald wieder auf der Hohen Warte. Natascha, letzte Saison war ja recht erfolgreich schon in der zweiten Liga. Dieses Jahr seid ihr Titelfavoriten. Wie läuft's bis jetzt? Bis jetzt läuft's eigentlich sehr gut. Wir haben bereits 0 Gegentore, ungeschlagen. Und wir hoffen natürlich, dass es so weitergeht. Unsere Motivation ist groß. Es geht bei uns darum, dass wir in die Bundesliga aufsteigen, wobei wir uns gleichzeitig auch nicht zu viel Druck ausüben wollen auf uns, da uns das letztes Jahr schon passiert ist in der Frühjahrssaison. Da waren wir dann eben übermotiviert und der Druck war zu hoch und es hat dann leider gar nicht hingehauen. Also wir wollen in diese Falle nicht erneut tappen. Aber dennoch, es geht natürlich ums Gewinnen und schlussendlich darum, Meister zu werden und in die erste Bundesliga aufzusteigen. Ihr seid ja fast an der Tabellenspitze am zweiten Platz, nur gegen LUV Graz, gegen die Dorfdifferenz noch am zweiten Platz. LUV Graz schon ein bisschen beobachtet? Ich persönlich leider noch nicht, aber ich hoffe, dass ich noch dazu komme. Wir spielen bereits in 3 Wochen spielen wir im Nachwuchszentrum gegen LUV Graz und freuen uns natürlich, wenn zahlreich die Zuschauer kommen, so wie sie auch bereits letzten Samstag gekommen sind. Haben wir uns sehr gefreut, dass noch so viele nach dem Match da geblieben sind und uns angefeuert haben. Also großes Kompliment an alle, die da geblieben sind. Wir haben uns wirklich sehr gefreut und es hat uns auch sehr, sehr geholfen und wir würden uns freuen, wenn das immer so wäre natürlich. Ja, liebe Vienna-Fans, danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Recht zahlreich am Family Day bei dem Match und ja auch gut belohnt worden mit einem tollen Sieg, mit einem wirklich hart erarbeiteten Sieg, muss man ganz ehrlich sagen. Welche Mannschaften siehst du noch am Weg zum Meisterschaftsfinale noch als die schwierigsten Gegner? Ja, auf alle Fälle LUV Graz. Ansonsten haben wir noch schwierige Gegner gegen Geretsberg auf alle Fälle. Union München als Bundesliga-Absteiger haben wir ja bereits in der ersten Runde schlagen können. Da hätten wir eigentlich gedacht, dass das ein größeres Problem wird. Aber ansonsten, glaube ich, müssen wir wirklich die Saison auf uns zukommen lassen und ich möchte da jetzt auch keine irgendwie großen Vorausblicke liefern. So sehr kann man das gar nicht einschätzen, weil es eben eine ganz neu zusammengewürfelte Liga ist mit jetzt auch den Aufsteigern Sportclub und Neusiedl, dann eben den Bundesliga-Absteiger und die zweite Liga ist ja zusammengelegt worden und dadurch ist jetzt Vorarlberg noch dazugekommen und ja, wirklich eine ganz neue Liga mit ganz neuen Mannschaften, die wir auch noch nicht gekannt haben und ja, viel Vorfreude und auch Überraschung ein wenig. Das ist ganz klar und wir hoffen natürlich auf viele Erfolge. An einem Tag wie heute bei über 30 Grad, was ist dir zum Beispiel lieber, Hitze oder Kälte? Ich muss ehrlich zugeben, ich bin ein ziemlicher Wintermensch. Ich kann damit etwas besser umgehen. Also ich freue mich schon sehr auf die Herbstsaison und wenn es ein bisschen abkühlt. Und ja, ansonsten ist mir definitiv die Kälte lieber. Wie regeneriert man sich nach einem so einer Hitzeschlacht wie nach dem ersten Match, wo es noch heißer war, damals im NWZ Spielmanngasse? Ja, auf alle Fälle viel Wasser. Wir hatten auch Eistonnen zur Verfügung nach dem Spiel. Sind wir gleich hineingesprungen und das hilft natürlich den Beinen, auch wenn es ein bisschen wehtut, das Eiswasser. Aber es hat auf alle Fälle geholfen, dass wir noch spritzig sind, auch bereits nach der ersten Runde. Aber ja, das vor allem in der Mittagshitze um 14 Uhr oder 16 Uhr ist es wirklich hart zu spielen und da geht man schon an seine Grenzen. Was wünschst du dir dann auch in dieser Saison? Was soll sozusagen Positives passieren, damit ihr weiterkommt? Was schon sehr positiv ist, dass wir sehr gut zusammengewachsen sind als Team. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Wir hatten auch letzten Samstag sehr viel Spaß noch gemeinsam nach dem Spiel und ich hoffe, dass dieses Teamgefühl sich noch viel mehr verstärkt und das auch so bleibt. Und was ich mir natürlich auch wünschen würde, ist, dass es bei der einen Verletzung bleibt und dass wir nicht noch mehr Ausfälle haben. Ansonsten geht es natürlich um den Sieg und ums Weiterkommen in die Bundesliga.
Das heißt, die neuen Spielerinnen haben sich schon gut integrieren können? Ja, auf alle Fälle. Also wir verstehen uns wirklich alle sehr gut und wir haben Spaß gemeinsam. Das Training macht Spaß, wir lachen. Und natürlich, wir ärgern uns auch gemeinsam darüber, wenn wir verlieren, so wie gegen Austria. Aber es funktioniert echt gut und es harmoniert und bin ich auch sehr positiv überrascht darüber. Das freut mich sehr und ich glaube, im Namen der gesamten Vienna Family wünsche ich euch eine erfolgreiche Saison. Danke fürs Gespräch. Dankeschön.